kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dunkle Geheimnisse. Wir sind gerade auf dem Weg zum Orkfriedhof. Mal gucken, wie stark diese Orks sind. Bisher greifen sie mich auch noch nicht an. Jetzt kommen sie. Wie immer war der eine Templer noch am Leben. Wenn sie treffen, machen sie guten Schaden. Das muss man ihnen lassen. Naja, aber wir sind mittlerweile auch schon gut gerüstet für Kämpfe dieser Art. Dunkle Geheimnisse hat aber wirklich einen anderen Schwierigkeitsgrad. Oh, shit. Wer seid ihr denn? Eines eingefroren. Die machen Schaden. Ach du Scheiße. Machen auch so Triple-Kombinationen. Eingefroren, sehr gut. Krasse Typen. Die Frage ist, was bewachen sie denn da? Stab des Feuers? Die Eisfallrune. Was macht denn der Stab des Feuers? Nötig Stärke 60, Feuerschaden 80. Ich meine, wir haben keine Haltung, aber wenn ich denke, dann, also ich denke, meine ich, dass dieser Stab sehr gut sein könnte, weil der Feuerschaden macht. Und wenn der Feuerschaden so funktioniert wie Orizils Feuerschaden, dann ist das quasi immer ein One-Hit. Wir werden sehen. Das werde ich mal beim nächsten Ork jetzt mal austesten. Aber krasse Typen. Naja. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Gucken, ob hier irgendwas neu ist. Okay, die Waffe ist komplett overpowered. Ach du Scheiße. Also wenn ihr die Mod spielt und auf 2 entgeht, dann holt euch den Stab des Feuers, wenn ihr OP sein wollt. Ja, die ist völlig broken. Und ich dachte, unsere Waffe wäre schon OP, weil die immer mal wieder einfrieren kann. Und das ist auch mega OP. Habe ich eigentlich den Templar draußen gelootet? Fall diese ganzen Mumien hier looten. Die haben ja auch krasse Sachen dabei. Können wir nochmal unsere Stärke hochpushen. Ich weiß noch, bei meinem ersten Durchgang, da habe ich die Dinger hier nie gelootet, weil ich gar nicht wusste, dass das ging. Irgendwann, als ich dann festgestellt habe, was die für krasse Sachen dabei haben, da war man dann völlig verblüfft. Dann diese ganze Anzahl an Tränken. Wir haben mittlerweile schon sehr viele Tränke, aber kann nicht genug haben.
Amulett der Kraft. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben auch einen besseren Stärkering bekommen. In der Kraft. Wenn nicht. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Ich dachte eigentlich, hier ist auch irgendwo ein Ring, der Stärke bringt. Stärke plus 10. Naja, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Und es war wirklich das Amulett, das man hier findet. Nehmen wir alles mit. Hier schon? Ich glaube schon. Okay. Dann mal weiter. Der Ork sollte weniger rumschreien und mehr kämpfen. Ich muss sagen, hier die Templer, die haben, naja, man muss sagen, nicht so ein gutes Bild abgegeben. Sind auch alles leichte Templer, aber trotzdem, vielleicht Templer-Neulinge. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir normalerweise die Templer, ich habe es ja auch in einer der letzten Folgen angesprochen, am besten gefallen, wenn es darum geht, templische Fähigkeiten. Sekunde gekommen. Ein Moment, da ist noch ein Typi. Aber ich sehe es einfach mal so, dass die Templer hier überrascht wurden. Ja? Und deshalb hatten sie den Orks nicht so viel entgegenzusetzen. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Das mache ich doch gerne. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Ja, ja, wir machen das schon. Also ich hoffe im Remake, da werden sie Balukor auch vorher mal ins Sumpflager stecken, dass man den auch vorher vielleicht mal treffen kann. Weil so hat man dann auch eine bessere Verbindung zu ihm, wenn man vorher vielleicht mal eine Quest mit ihm gemacht hat oder zumindest mal mit ihm gesprochen hat. Generell bin ich immer ein großer Freund davon, wenn man Charaktere eh schon vorgestellt hat, dass man sie dann auch einbindet. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament.
Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Die werden wir jetzt finden. Ich hätte es nicht mal gestört, wenn man zum Beispiel mit Lester zusammen den Orkfriedhof geht. Und man kann ja auch dann die Leute unterwegs irgendwie trennen. Das lässt da, weiß ich nicht. Selbst wenn er sich nur den Knöchel verstaucht. Aber ich finde es immer cool, wenn man Leute, die zu denen man dann auch einen guten Draht hat, auch immer in die Story einbindet. Gothic 1 hat das ja schon bei der Fokussuche gerade für die damaligen Verhältnisse relativ gut gemacht. Aber im Remake erwarte ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal gucken, wie es geht. Man muss ja auch nicht Leute immer mitnehmen können, so wie das ja bei modernen und langweiligen Spielen dann der Fall ist. Sag ich mal, ab Risen 2 konnte man ja Begleiter ständig dabei haben. Ist auch ganz nett. Ich meine, hier gab es ja auch so ein ähnliches Feature mit Shred. Oder jetzt in dieser Mod mit dem Fiddler. Aber gerade für so Hauptquests oder auch irgendwelche Nebenereignisse, die dann auch mal die Verbindung zu den Charakteren verbessern. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ich meine, da kann man das auf jeden Fall machen. Und damit man es allen recht macht, könnte man das Ganze ja auch optional machen. Ja, dass Leute einem das anbieten, soll ich mitkommen? Ja. Wenn man keine Lust auf Begleiter hat, dann kann man ja auch ohne gehen. Aber ich glaube, die meisten Leute hätten nichts dagegen, wenn Lester mit zum Orkfriedhof kommt. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. So, dann komm mal mit. Was ich auf jeden Fall hoffe, das habe ich ja auch schon in einer der anderen Folgen angesprochen, ist, dass je nach Gildenzugehörigkeit andere Quests kommen im Remake. Das würde ich mir wünschen. Das erhöht nämlich den Wiederspielwert immens. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Der Held sagt schon gar nichts mehr dazu. So, da ist auch ein Ork-Krieger. Aber ich denke auch, der wird eigentlich keine große Bedrohung sein. Er hat mich hier noch nicht mal bemerkt. Eiseffekt kommt aber häufig. Nicht übel. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ich frage mich, wie der Held überhaupt die Vision empfangen konnte. So wie ich das verstanden habe, haben ja alle aus der Bruderschaft so ein gewisses Elixier bekommen, damit sie empfänglich sind. Wir haben es aber nie getrunken. Das heißt, wie haben wir überhaupt die Vision gesehen? Oder ist das, weil wir der Auserwählte sind?
meine, die anderen Gurus hatten ja auch mal Visionen von uns. Zumindest Iberion hat von uns geträumt und auch dieser Guru auf dem Platz, wenn man ihm den präparierten Traumruf gibt. Aber wieso kennt der Held die Vision? Naja, eins der offenen Geheimnisse. Auch dieses Problem könnte man ja leicht beheben, wenn man sagt, man trinkt vorher einen Trank, genau wie alle anderen. Ist hier irgendwas in der Mod? Ich finde es immer wieder so interessant, dass dieser ganze Aufbau so sehr an die Echsengräber von Risen erinnert. Ich meine, den Bereich, wo man Ur-Segor trifft, da gibt es ja auch oben so einen Bereich, der hat eigentlich fast den identischen Aufbau. Diese Halle hier. Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Natürlich, Chef, mach ich. Wo ist er denn? So, bevor ich den Burschen hier reinlasse, mal kurz hier alles auf. Spätestens jetzt habe ich auf jeden Fall die Kräuter für den Alchemisten, glaube ich. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ist auch immer wieder interessant, wie er einfach das ignoriert, was der Held sagt. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah! Tja, und da sehen wir es mal. Iberion hat zwar gesagt, wo der schwache Geist, hört nicht mal was dabei, kann quasi dem Willen des Schläfers nicht trotzen und wird verwirrt. Aber jetzt sehen wir auch, dass ein Guru verwirrt wird. Naja, und das war's schon mit dem Orkfriedhof. Geht eigentlich recht zügig. Also noch ein paar Pflanzen. Mit. Und dann würde ich auch sagen, brechen wir mal direkt zur Bruderschaft auf. Und sagen dort Bescheid. Und wenn wir da fertig sind, dann können wir ja mal beim Schmugglerlager vorbeischauen. Vielleicht gibt es da noch eine weitere Quest.
glaube, ich benutze auch mal South Park hier. Ist jetzt eh ein eintöniger Laufweg. Ist er wieder wach. Haben wir alle gesehen. Ich darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Manche was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Ich finde das immer so albern, dass er von all den Leuten hier keine anderen schicken konnte in der Zeit, wo wir hier wiederkommen. Wenn das so dringlich ist, warum hat er keinen anderen geschickt? Wo findet man solche Pflanzen? Suche im Sumpf hinter dem Lager. Du musst sehr tief hineingehen, aber pass auf, dass dich die Sumpfhaie nicht erwischen. Und jetzt verliere nicht noch mehr Zeit. Geh! Wie kann ich diese Kräuter erkennen? Sie sehen aus wie ein Stern und tragen 8 grüne und orangefarbene Blätter. Nun geh aber los. Manche lernen eben gar nicht. Ich habe noch nicht genug Heilkräuter gefunden. Vielleicht hat auch Fortuno, der Kräuterhändler, zurzeit einige davon in seinen Regalen. Beeil dich, ich brauche 5 Stück. Iberion bleibt nicht mehr viel Zeit. Das ist auch so ein Punkt, wo Koranga eigentlich als cooler Charakter so ein bisschen lächerlich wirkt. Vor allem, man kann ja das Problem leicht beheben, wenn man einen, sobald Iberion zusammenbricht, vorher direkt in den Sumpf schickt. Oder eben zu Fortuno. Und in der Zeit, naja, passiert dann noch was, damit ein bisschen Zeit vergeht, damit die anderen zum Orkfriedhof aufbrechen. Ich will handeln. Was willst du haben? Ich will diese Dinger haben. Und dafür gebe ich dir... Was geben wir dir denn mal? Ich denke, wir geben dir Krallen. Wie immer. Krallen könnten mir gefallen. Selbst wenn er dann sagen würde, ich habe Novizen in den Sumpf geschickt, die Heilkräuter holen sollen, kannst du bitte nach ihnen sehen, sie sind noch nicht wiedergekommen. Oder er könnte sogar sagen, von mir aus ein Templer. Ja? Oder Lester wieder. Warum nicht Lester? Und dann könnte man nach denen suchen. Ich meine, das ist dann auch wieder eine Suchquest, aber ist irgendwie glaubwürdiger als, ich habe noch niemanden losgeschickt, bring du mir bitte die Kräuter. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen.
Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Ja? Die Fanatika. Letzten Endes hat sich herausgestellt, dass nicht wir recht hatten, sondern sie. Kolis hatte als erster davor gewarnt, dass der Schläfer ein Dämon ist. Aber unser Wunsch, die Kolonie zu verlassen, macht uns taub dafür. Kolis und seine Leute verließen unser Lager und begannen gegen uns zu kämpfen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Es ist genug Blut geflossen. Und weil wir falsch lagen, liegt es an uns, den Frieden wiederherzustellen. Wer sind denn die Fanatiker? Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Ja, und Iberion bleibt jetzt hier einfach liegen und Koranga geht weg. Da hoffe ich mir dann auch im Remake, dass da eine große Beerdigung stattfindet und dass man dann auch den anderen Lagern davon berichten kann. Zum Beispiel im alten Lager kannst du ja auch gar nicht erzählen, dass Iberion tot ist. Ist aber ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, die Fanatiker. Keine Ahnung, wo die sind. Ich meine, wir waren auch nicht in allen Fleckchen der Kolonie, aber... das sind wahrscheinlich dann diese... Typen in Rot. Davon haben wir schon einen gesehen auf dem Weg zum neuen Lager. Naja. Gut, dann können wir zu den Schmugglern gehen. Ja, mal kurz checken, was da so abgeht. Wir haben auch wieder 20 Lernpunkte, die kann ich direkt in Einhand stecken. Ich meine, wir könnten auch auf Zweihand gehen und dann den OP-Stab benutzen, aber der ist halt wirklich schon sehr OP. Und ich weiß nicht, ob das nicht zu krass ist, wenn wir alle One-Hit machen. Weil Feuerschaden war schon immer komplett broken in Gothic. Das hat man ja auch bei den Feuerwaranen immer gesehen. Wenn die einen anzünden, zack, tot. Ja, wir können auch gleich nochmal im alten Lager vorbeischauen. Ob da noch irgendwas Neues ist, bei Diego zum Beispiel. Mit Raven können wir auch noch reden. Ich könnte auch nochmal versuchen mit Fiddler jetzt zu sprechen, weil ja Kapitel 3 ist. Wird er da jetzt noch irgendwas Neues zu erzählen? Der müsste ja hier rumlungern, oder? Oder? Ja doch, der trainiert hier. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Abenteuer? Wenn du an meiner Seite kämpfst, gerne. Hallo. Du bist wirklich ein interessanter Typ. Bitte nicht das schon wieder. Ich meine es ernst. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass dein Schicksal von was Mächtigerem gelenkt werden könnte? Mein Schicksal? Dein Schicksal, die Vorsehung, deine Bestimmung. Oder wie man es auch immer nennen mag. Wer sollte auf mich schon Einfluss haben? Die Götter. Wer sonst wäre dazu imstande? Vielleicht sind sie mir manchmal unangenehm. Aber das ist mir egal. Du bist ein Ignorant. Was ist denn, wenn sie dein Schicksal ändern? Ich mache, was ich will. Wir haben schon genug Zeit mit diesem Gerede verschwendet. Lass uns jetzt endlich weitergehen. Hallo. Ich gehe jetzt alleine weiter. Wie du wünschst.
Ich warte bei der Arena auf dich. Ich schätze mal, ich kann jedes Kapitel vorbeikommen, mit ihm sprechen. Also, die Theorie von mir, die ich jetzt zu Fiddler habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er könnte entweder ein Götterbote sein, eine Art Engel, oder vielleicht Innos selbst, der uns diese Arena quasi als Test unterjubelt. Weil wir haben ja einen Stein bekommen und wir haben Innos Segen bekommen durch die Arena. Fiddler wusste irgendwie von der Arena und naja, hat uns ja mehr oder weniger überredet, da mitzumachen. Okay, einer kostet jetzt 15 schon. Könnte echt auf Zweihand gehen, oder? Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, weiter auf Einhand zu gehen. Alleine schon im späteren Verlauf, Uriziel und so. Lass mal abwarten. Es wird nicht so heiß. Ich habe noch ein paar Fragen. Zufälligerweise habe ich gerade etwas Zeit. Also kannst du mich ruhig weiter mit deinem Geschwätz belästigen. Okay, das haben wir uns schon alles angehört. Wo ist eigentlich dieser Monk? Ist er weg? Keine Ahnung. Naja, hier ist auf jeden Fall nichts Neues. Vielleicht spare ich auch einfach erstmal Lernpunkte. Das können wir auch machen. Oh, Kunde kann ich jetzt auch fertig machen. Ich finde, die geben krass wenig Erfahrung dafür, wie stark sie sind. Ach, 150, so viel gibt ja auch ein Lurker, ne? Sumpfaran? Irgendwelche Viecher haben 150 gebracht. Meine alleine Blutfliege gibt 90. Naja. Trotzdem kann ich mich eigentlich über die Erfahrung nicht beschweren. Ich meine, normaler Wolf gibt 120, ne? Alleine das. Ich fällt gerade ein, dass ich nie mit Paco gesprochen habe. Können wir mal schnell erledigen. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Zu sagen hat er auch nicht.
So, gehen wir mal zu Diego, zu Raven. Ich könnte auch die Händler noch abklappern hier. Zeig mir deine Ware. Was hat denn so ein Fisk? Breitschwert. War das schon immer so gut? Ich könnte ihm bestimmt auch noch ein paar Sachen verticken hier, die ich nicht brauche. Mana-Bonus. Zeichen der Bruderschaft. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Das kann, glaube ich, weg. Amulett der Kraft brauche ich eigentlich auch nicht, weil wir dieses Schmuggler-Ding haben. Der Kraft brauche ich auch nicht zwei. Ja, das ist doch schön. Wir waren noch in Kapitel 2 gar nicht hier, ne? Also ich habe In Extremo sowieso voll verpasst. Ich hätte sie mir sowieso nicht anhören können wegen Copyright, aber trotzdem. Kann ich noch was für dich erledigen? Du hast bewiesen, dass du deinen Kopf nicht nur zum Waschen und Haare schneiden benutzt. Jemand wie dich kann ich brauchen. Großartig. Wen soll ich für dich umbringen? Niemanden. Aber du kannst mir helfen, einen Mord aufzuklären. Hast du von Nick gehört? Ich habe Nicks Leiche in einer Höhle gefunden. Das hatte ich befürchtet. Nick lebt nicht mehr, weil er wohl etwas gesehen hat, was er nicht sehen sollte. Ich möchte die Wahrheit über Nicks Verschwinden erfahren. Die Sache lässt mir keine Ruhe. Wenn du etwas herausfinden solltest, lass es mich wissen. Ich mache mich sogleich auf die Suche. Ich habe diesen Bolzen bei Nicks Leiche gefunden. Hast du vielleicht eine Ahnung, von wem der sein könnte? Zeig mal her. Das sieht ganz nach Cavallons Arbeit aus. Rede mal mit ihm, vielleicht kann er dir sagen, für wen er den gemacht hat. Dann werde ich ihm mal einen Besuch abstatten. Hast du nicht etwas vergessen? Ach ja, den Bolzen. Hoffentlich vergisst du nicht irgendwann mal deinen Kopf. Mach's gut. Ist Cavallo nicht eher der Bogenbauer? Wieso hat er denn einen Bolzen? Du bist den Minenwachen beigetreten. Naja, besser als bei den Söldnern. Ich habe zu wenig gute Leute. Wärst du interessiert, Transporte zur alten Mine zu begleiten? Ja. Einen Transport? Ja, jede Woche senden wir Vorräte zur alten Mine. Essen, Sumpfkraut, Waffen. Minenausrüstung und Werkzeuge. Die Lieferungen sind sehr wertvoll. Wir müssen uns ständig vor den Banditen aus dem neuen Lager in Acht nehmen. Früher reichten zwei Gardisten aus, um diese Schläge abzuschrecken. Jedoch starteten sie mit der Zeit immer größere Angriffe. Manche Gardisten glauben, dass unter den Banditen auch Söldner sind. Und du willst nichts dagegen unternehmen? Du lässt das neue Lager einfach die Transporte angreifen? Und was sollten wir tun? Dem neuen Lager den Krieg erklären? Nur ein Verrückter will so ein Blutbad. Außerdem können wir ihnen nichts beweisen. Das neue Lager achtet die Erzabkommen. Erztransporte ließen sie immer in Ruhe. Ein Erzabkommen? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin zu faul, darüber zu reden. Vielleicht findest du jemand anderen, der dir davon erzählt. Lass uns zum Punkt kommen. Du musst dich an dem Tag, bevor der Transport abfährt, bei mir melden. Wenn du zu spät bist, musst du bis nächste Woche warten. Der Transport fährt mittags ab. Wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, musst du eine Strafe zahlen. 500 Erzbrocken. Das ist eine Entschädigung für eventuelle Verluste, welche wir durch einen Angriff erleiden könnten. Wenn du wegrennst, während der Transport angegriffen wird, zahlst du eine Strafe für Feigheit. 5000 Erzbrocken. Ein paar solcher Ausrutscher und du kannst dich von deiner Karriere im alten Lager verabschieden. Für jeden sicheren Transport zur Mine kriegst du 250 Erzbrocken. 100 Erzbrocken extra, wenn du uns zeigst, dass du würdig bist.
Im Minenlager gehst du zum Medien und lässt dir eine Bestätigung für die Ankunft des Transports geben. Diese bringst du mir. Verstanden? Ja. Geh jetzt weg und störe mich nicht weiter. Also ganz ehrlich, das mit diesem Erzstrafgeld ist ja absoluter Schwachsinn, weil die Höhen sind ja lächerlich. 5000? Ja, welcher normale Gardist hat denn so viel Erz? Man muss eben aufpassen, was... War nicht besonders scharf, aber behalt's für dich. Ich meine, das soll dem Spieler wehtun, aber... Hey du, ich habe gehört, dass du ein guter Gardist sein sollst. Ich habe einen Auftrag für dich. Vor einiger Zeit sind ein paar Bodler aus der Mine abgehauen. Das ist eigentlich keine große Sache, aber Gomez mag es nicht, wenn dort jeder macht, was er will. Diese Bastarde haben es gewagt, unsere Autorität in Frage zu stellen. Und wenn wir nicht gegen diese Restgeldlosigkeit vorgehen, könnte es sich noch zu einer Massenflucht entwickeln. So eine Situation wäre sehr unangenehm für uns. Je weniger Budler, umso weniger Erz und so weiter. Ich hoffe, du hast das verstanden. Ja, ich werde diese Budler suchen gehen. Gut, und behalte die Sache für dich. Das wäre das Beste für uns alle. Niemand wird davon erfahren. Halte dich dran. Es waren übrigens 4 entflohene Budler. Schau dich dort mal um. Die können noch nicht sehr weit sein. Und wann sind sie geflohen? Vor ein paar Tagen. Mach dich jetzt auf den Weg und denk dran. Kein Wort zu niemandem, ist das klar. Komm wieder, wenn du sie alle gefunden hast. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Das ist auch so dumm. Wie kann das denn so enden? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Wow. Die Beorin ist übrigens tot, der Schläfer ist real und verwirrt die Geister der Leute. Die drehen langsam durch. Wären auch wichtige Informationen. Es geht das Gerücht rum, du hättest einige Beziehungen in der Mine. Welche Mine? Spiel jetzt nicht den Dummen. In der alten Mine, die Gomez gehört. Scheinbar hast du ein Abkommen mit einem gewissen Händler, der dir Erz verkauft. Hier gibt es eine Menge Gerüchte. Pass auf, was du sagst. Und versuch nicht, mich hinters Licht zu führen. Ich gebe dir eine Chance. Ich werde Gomez nicht sagen, dass du Erz schmuggelst, aber du musst dann auch etwas für mich tun. Ich habe wohl keine Wahl. Lass uns jetzt zur Sache kommen. Ganze Erzladungen sind aus der Mine verschwunden. Und ich weiß, dass Jan davon keine Ahnung hat, sonst hätte er den Schuldigen schon längst ihren Kopf abgehackt. Und Quentins Schläger stecken bis über alle Ohren mit drin. Aber das Wichtigste von alledem ist, jemand aus dem Minenlager scheint das Ganze zu unterstützen. Finde so viel wie möglich heraus. Ich möchte wissen, wer aus dem Minenlager am Erzschmuggel beteiligt ist. Wenn du doch weißt, dass ich Kontakte in der Mine habe, warum weißt du dann nicht, wer den Erzschmuggel deckt? Ich weiß nur, dass die Schmuggler das Erz einsammeln. Aber meine Hände sind hier gebunden. Ich habe schon ein paar Trupps unserer Jungs losgeschickt, um die Schmuggler zu beseitigen. Was ist passiert? Was wohl? Keiner unserer Gardisten kehrte zurück. Die Schmuggler müssen gute Verbindungen in der ganzen Kolonie haben. Ich weiß, dass Lee den Schmugglern helfen würde. Auch die Orkjäger stehen eher auf ihrer als auf unserer Seite. Sowas treibt mich noch in den Wahnsinn. Wenn jemand ihren Boss töten würde, hätten wir eine Chance, sie alle fertig zu machen. Hast du keine Angst, wenn du der Hydra den Kopf abschneidest, 2 neue Köpfe nachwachsen könnten? Wenigstens denkst du mit. Ich glaube auch, dass es besser ist, sie nicht zu provozieren. Die Schmuggler lassen wir erstmal in Ruhe. Mal sehen, was du herausfindest. Anschließend werde ich die richtige Entscheidung treffen. Geh jetzt und rede mit jedem im Minenlager. Versuche so viel wie möglich herauszufinden. In Ordnung. Ich werde tun, was ich kann. Irgendwie ist das aber auch merkwürdig. Er weiß doch, dass wir mit drin stecken. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Deswegen weiß er doch auch, also, dass wir jetzt schmuggeln. Warum will er denn andere Verantwortliche finden? Geht es ihm jetzt um Alberto oder geht es um irgendwo außerhalb? Für Dinge, die vorher schon passiert sind. Es ist irgendwie so ein bisschen wirr alles, oder? Das ist wirklich nicht mein Problem. Wer bist du?
Das geht dich eigentlich nichts an. Ich werde es dir jedoch sagen, da Gormes deine Dienste schätzt. Ich bin Drag, der Kopfgeldjäger. Ich habe mal von dir gehört. Es heißt, du seist der Beste. Die Leute reden zu viel. Sie reden viel zu viel. Ganz im Gegensatz zu dir. Es ist besser zu denken, als zu reden. Wie kommt ein wohlbekannter Kopfgeldjäger an einen Ort wie diesen hier? Das ist eine lange Geschichte. Ich dachte, dank dir sind viele Banditen zur Zwangsarbeit in der Kolonie verurteilt worden. Hat sich die Lage draußen so sehr verändert, dass sie jetzt sogar die Kopfgeldjäger einsperren? Gouverneure und die Miliz heuern uns oft an, um für sie die Drecksarbeit zu machen. Sogar der König nimmt unsere Dienste in Anspruch. Wir sind zu wertvoll für sie, als dass sie uns beseitigen würden. Jemand muss ja die Drecksarbeit machen. Was hat dich also hierher geführt? Du bist doch sicherlich nicht hier reingesprungen, oder? Ein halbes Jahr ist es jetzt her. Ich wurde vom Gouverneur bezahlt, mit der Miliz zusammen ein paar Gefangene hierher zu bringen. Alles lief wie geschmiert, bis einer der Gefangenen sich aus dem Staub machte. Ich hatte den Auftrag, die Gefangenen bis zur Übergabe an die Kolonie zu bewachen. Nun musste ich den Geflohenen wieder einfangen. Er hatte nur seine Lumpen an und ich meine volle Rüstung. Er war also etwas im Vorteil. Ich kam gerade noch so dicht an ihn ran, dass ich ihn mit einem Sprung erreichen konnte. Aber dann verlor ich den Boden unter meinen Füßen und wir stürzten in die Schlucht. Ohne die Bäume unten am Grund wäre ich auf der Stelle tot gewesen. Was hast du mit dem Entflohenen gemacht? Er kam beim Sturz um. Dann bist du also nur zufällig und wegen deiner Unachtsamkeit hier gelandet? Sieht so aus. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das finde ich aber ist auch eine interessante Geschichte. Also das habe ich so auch noch in keiner Mod gehört. Jemand, der in die Barriere reingestolpert ist, ist auf jeden Fall interessant. Was machst du hier? Gormes bezahlt mich, um ungebetene Gäste von seiner Burg fernzuhalten. Manchmal überträgt er mir auch andere Aufgaben. Ich nehme an, du wirst gut bezahlt. Nicht so gut wie draußen, aber ich kann mich nicht beklagen. Kann ich auch ein Kopfgeldjäger werden? Jetzt mach mal halblang. Pygmy, du sterben in der ersten Woche. Deshalb rate ich dir, dich schnell einzufügen, wenn du noch etwas länger durch die Kolonie streifen willst. Was machst du hier? Gormes bezahlt mich, um ungebetene Gäste von seiner Burg fernzuhalten. Okay, vielleicht wird er ja später noch wichtig für irgendwas. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Das passiert. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Die haben auch nichts mehr zu erzählen. Ich meine, dass diese Geschichte mit dem Erdschmuggel da irgendwie Konsequenzen hat. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Dass Raven uns jetzt quasi ertappt hat. Das finde ich irgendwie so ein bisschen wirr. Ich halte mich da lieber an. Sei gegrüßt! Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Das passiert mir nicht nochmal. Naja. Davon brauche ich erstmal nichts. Aber wir haben jetzt einiges auch an Nebenereignissen hier. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Das heißt, wir können die Fokussuche so erstmal schleifen lassen. Uns erstmal so ein bisschen umschauen. Gerade die anderen Lager auch will ich mir angucken. So, wir sollten unbedingt mal die Leute finden. Die Fanatiker, wie Koanga sie genannt hat. Und ja, auch im Minenlager und so vorbeischauen, ne? Da gibt's jetzt vielleicht auch noch was Neues. Müssen wir auch noch das Schwert klauen. Ich gehe jetzt erstmal einmal zu Cavalorn. Ihr könnt ja was über diesen verdächtigen Bolzen wissen. Bei der Neck-Geschichte. Dass man Necks Mord, sag ich jetzt einfach mal ganz dreist, aufklären kann, finde ich aber gut. Die Sache war ja schon immer verdächtig. Also ich finde es gut, dass sie daraus eine Quest gemacht haben. Erkennst du den Bolzen wieder? Digo erzählte mir, dass du den geschnitzt hast. Zeig mal her! Ah ja, aber diese Schnitte hier standen nicht von mir. Weißt du, wer die gemacht haben könnte? Es wäre sehr hilfreich für mich, wenn du mir das sagen könntest. Kommt drauf an!
Erst musst du mir einen Gefallen tun. Als ob ich es nicht schon geahnt hätte. Was soll ich für dich machen? Erzähl mir mehr über diesen Bolzen und ich werde dir helfen. Stinkt ziemlich stark nach Fisch. Und jetzt zu dem Gefallen. Aber. Nichts aber. Hör zu, ich habe den Auftrag, den Schmugglern Pfeile zu besorgen. Aber ich habe momentan nicht die Zeit dazu und außerdem will ich mit solchen Typen so wenig wie möglich zu tun haben. Wenn du für mich einen kleinen Botengang erledigst, erzähle ich dir alles, was du über den Bolzen wissen willst. Ich denke, ich habe wohl keine Wahl. Na gut, ich mache es. Ich komme wieder, aber versuch nicht, mich zu verarschen. Entspann dich. Der gute alte Kavallon hat noch niemanden über den Tisch gezogen. Mit Ausnahme des Steuereintreibers. Bring ihnen die Pfeile und ich werde dir helfen. Na gut. Meine, früher oder später müssen wir ja sowieso zu den Schmugglern zurück. Ich meine, die Quest läuft nicht weg. Wir können ja auch noch in dieser Gegend was machen. Übrigens können wir mal für den hier noch Aufträge machen, ne? Was brauchst du? Einen einfachen Auftrag machen wir mal. Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Du wirst für deine Arbeit bezahlt werden. Neun Zähne. Schau dir diese seltenen Waren an. Zeig her! Okay, hier ist dein Erz. Was brauchst du? Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Windkrallen. Schau dir diese seltenen Waren an. Zeig her! Okay, hier ist dein Erz. Meine, es ist jetzt wirklich nicht so schwer, ne? Was brauchst du? Gerade für den Anfang eigentlich auch eine gute Methode, um an Geld zu kommen. Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Okay, hier krallen. Schau dir diese seltenen Waren an. Zeig her, okay. Können ja mal Mittel machen. Was brauchst du? Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Was ist denn Mittel? Was ist denn das Ding? Sechs Lurker heute, die haben wir auf jeden Fall auch. Schau dir diese seltenen Waren an. Zeig her! Okay. Okay, machen wir mal schwer. Was brauchst du? Komme zu mir, wenn du die Waren hast. Zwei Trollfälle. Habe ich so? Habe ich zwei Trollfälle? Schau dir diese seltenen Waren an. Zeig her! Okay. Naja. Okay, das kann man anscheinend auch ewig oft machen. Ist nett, wenn man Erz braucht, ne? So, ich würde einfach mal sagen, ich gehe mal in die Richtung, weil ich hier noch gar nicht war. Snappern und so. Sollte ich ja jetzt auch easy fertig werden. Vorher habe ich mich da noch nicht hingetraut. Eisblock. Das war ja sonst hier auch immer so eine richtig leere Ecke. Mal gucken, was sie hier gemacht haben. Das ist irgendein Templer. Für den Templer. Orkalums. Nicer.
Was ist denn das? Du bist hierher gekommen auf der Suche nach der Macht der Vorfahren, welche seit langem vor den Blicken unwürdiger Sterblicher verborgen ist. Der Schatz, den du suchst, liegt unter dem Turm versteckt, vom Nebel der ewigen Untoten verschleiert. Ihr Gestank lässt dich in die Knie gehen. Okay. Ich habe gerade einen alten Mann getroffen. Er sagte etwas von der Macht der Vorfahren. Im Turm versteckt, verschleiert, vom Nebel der ewigen Untoten. Er sprach von einem Buch, das der erste Schritt sei. Erster Schritt zur Ewigkeit. Ich weiß nicht genau, was er meint. Also ich denke mal, er meint die Cro-Mann-Inquest. Aber ja. Und keine Ahnung, wer der ist. Warum ich mit ihm nicht sprechen kann. Der Turm im Nebel gehüllt kann ja nur der Nebelturm sein. Aha. Fanatiker? Was suchst du hier? Ich bin neu hier. Na und? Ich dachte, ich sehe mich mal um. Dann mach, dass du reinkommst, aber mach keinen Ärger. Und wenn doch, dann kümmern wir uns um dich. Wie geht's? Seit wir die Sektenspinner verlassen haben, geht es besser. Das ist gut. Andererseits waren wir dort nie hungrig. Ich will mich eurem Lager anschließen. Wirklich? Das ist großartig. Geh zu Xort. Er kümmert sich um die Neulinge. Wer hat dir das sagen? Alkoholis, aber er verbringt den ganzen Tag in seiner Kammer. Deshalb hat Xort hier draußen das Kommando. Wer kann mir hier etwas beibringen? Bei Xort kannst du lernen, stärker zu werden. Artarius ist der beste Armbrustschütze in der Kolonie und ist immer bereit, anderen etwas beizubringen. Und Magie? Cora kann deine magische Energie steigern. Rede mit ihnen. Interessant. Wer bist du? Ich bin Palamol, ich handle mit Waffen. Möchtest du welche kaufen? Zeig mir deine Waffen. Wenn du wüsstest, wie schwierig es ist, Waffen von Sumpflager zu stehlen. Naja, du hast ja nicht so krasse Waffen. Du hast ein leichter Zweihänder, ist gar nicht schlecht. War doch klar, dass das Ärger gibt. Hallo. Willkommen. Kannst du mir was beibringen? Ich trainiere nur Mitglieder unseres Lagers. Ich kann dir nicht helfen. Was ist deine Aufgabe hier? Ich unterweise die Novizen in Magie. Kannst du mich auch unterrichten? Der Weg der Magie steht jedem offen, der ihn beschreiten will. Ich find's witzig, wie sie so in einer Reihe hocken. Wie geht's? Seit wir die Sektenspinner verlassen haben, geht es besser. Das ist gut. Andererseits waren wir dort nie hungrig. Okay, das hat der andere ja auch schon erzählt. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier mal weiter um. Interessant, was sie hier aus der Arena gemacht haben, dieser Ork-Arena. Mal gucken, was die hier so noch zu erzählen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.